Hallo und herzlich willkommen beim Dragos News vom, muss ich kurz schauen, Sonntag, dem 18. Dezember. Ja, das erste Mal bin ich richtig, richtig glücklich, weil der Server geht recht gut. Der Minecraft-Wild-Server ist richtig belebt geworden. Und das finde ich mega cool, also ich bin erfreut darüber. Und ja, dazu muss ich sagen, einfach vielen Dank mal. Und auf jeden Fall macht weiter so. Hä? Der Server wird natürlich immer wie weiter ausgebaut, aber ihr müsst halt auch ein bisschen etwas machen. Das heißt, einfach Rollenspiel machen oder mir vor allem Tipps geben und so weiter. Also, es ist für mich nicht immer so leicht, vor allem wenn es dann plötzlich wieder ein paar Bugs oder Fehler gibt, alles zu bereinigen, da ich keine Hilfe bekomme von Seslig momentan. Das ist das größte Problem eigentlich. Und deshalb ist es für mich halt auch sehr schwer. So, das zweite ist eigentlich das, dass ich die GoPro jetzt habe. Ich habe sie benutzt, geht gut, aber ich kann auch keine Videos hochladen und so weiter. Da brauche ich eine App fürs Handy und die kam nicht so gut an. Ich weiß es nicht wieso, aber ich kann es nicht installieren, ich kann es nicht anschauen und deshalb brauche ich ein neues Handy. Ich habe ein 4S und es geht nicht auf ein 4S. Dann brauche ich ein neues Handy, wahrscheinlich ein 7S oder so. Keine Ahnung, was es so für neue Handys gibt. Auf jeden Fall brauche ich das halt einfach, damit ich GoPro auch hoch Video hochladen kann und so weiter. Jo. Und eventuell sogar noch eine SSD-Grafikkarte oder so etwas. Eine SSD-Festplattenkarte, meine ich. Und jo. Und dann gibt's Vlogs von meinen Kätzchen, die sind so süß und so lustig, also kann ich viel machen und Spiele, Verarschungen und einfach Vlogs mache ich dann und so weiter. Also richtig genial, hä? Jo. Und dann haben wir noch ein Nest. Cool. Mit einem Ei. Kann ich das stehlen? Nee, denke nicht. Also, da ist auch ein Nest. Gut, die GoPro, die ist einsatzbereit, kann ich dann verwenden, wenn ich das Handy habe. Und als nächstes kommen wir zum Livestream. Der Livestream wird ja eventuell ein bisschen geändert werden. Also, ihr kennt es ja jetzt 14 bis 22 Uhr und ich werde es ein bisschen verspäten. Also, dass es so läuft, dass ich um 16 Uhr oder um 18 Uhr erst anfange. Und dafür um 24 Uhr aufhören oder so. Weil ich einfach durch den Tag durch eigentlich Fußball spielen müsste. Oder einfach trainieren müsste, oder? Boah, das ist scheiße. Wegen Weekend 6. Und deshalb, ja. Kann ich das halt eigentlich so machen, dass ich ja den ganzen Tag streame eigentlich, oder? Eventuell kommen halt wenige Streams, dafür einfach 2 Stunden Streams. Wenn ich ein bisschen mehr aushalte, wenn ich nicht gerade Training gemacht habe, halte ich sowieso ein bisschen mehr aus, oder? Und ja, dass ich halt einfach irgendwann anders Pause mache oder alle 4 Stunden dann Pause mache. Oder so wie das. Also, so werden wir schon eine Lösung finden. Und wenn ihr Ideen habt, dann bitte ich euch doch auch, das zu nennen, hä? So. Ja. Das Path of Exile Let's Play kommt gut an. Das Titan Quest LP kommt gut an. Das ist halt momentan wieder solo. Aber wenn der andere nicht kommen kann oder will, dann ist es halt immer wieder ein bisschen schwer, oder? Deshalb, ja, das Dynasty Wars, das kommt gut an irgendwie.
Da haben recht viele zugeschaut heute. Muss ich noch ein bisschen austesten, wie gut es ankommt, weil es kann nämlich sein, dass dann erst die Woche doch nicht so gut ankommen, einfach wird dann wieder geschaut und weil ihr natürlich schauen wollt. Aber wenn es wirklich gut ankommt, es ist ja auch ein super Spiel, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne weiter, gell? Also jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder in den Untergrund gehen, weil es Nacht wird. Ich möchte ja auch nicht allzu viel machen, weil ich das ja im Let's Play eigentlich machen muss. Da haben wir noch einen großen Baum. Okay. Was ist das eigentlich? Ein Ding. C. Ich weiß gar nicht, wie man zoomt. Gerade. Ach, ich habe die Taste nicht, ob das ist ein Witter. Ein Schaf. Art für den Neffer. So. Machen hier oben wieder zu. Gut. Und farmen mal noch ein bisschen. Hä? Können wir noch in diesem Part machen. Also da im Dragosinus. Weiter bin ich sehr stark geworden. Ich habe extrem viel trainiert in letzter Zeit. Was ich einfach sagen kann, dass es mir einfach gut tut, aber dafür einfach müde bin. Also da tut mir das einfach leid, oder? Auf jeden Fall ist es für mich sehr anstrengend, so zu trainieren, aber ich muss es machen. Ich will ja auch Erfolg haben, oder? Ich will die Krankheiten sozusagen wie wegdenken oder so. Nicht vergessen, das darf ich nicht. Aber ja, ein bisschen besser managen. Und deshalb kann ich danach behalten noch in den Kampfsport gehen und Krafttraining machen und so. Und dann ins Fußball, wenn März oder so ist, Februar vielleicht schon. Je nachdem. Jo, sonst geht es im Real Life eigentlich sehr gut. Ich habe einfach manchmal so ein bisschen Bedenken, dass ich einfach zu wenig fit bin oder so. Aber das muss ich einfach managen können. Und vor allem wieder das Unterzuckerproblem wieder wegmachen. Weil ich habe schon wieder heute Unterzucker gehabt. Vor dem Nachtessen, deshalb ist es auch ein bisschen später geworden, auch weil ich nicht. Weil das selber noch nicht ging, weil der das Angriff war. Tja. Und ja. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Aber so ein bisschen denken, vielleicht fällt mir noch etwas ein. Also, aber auf jeden Fall auf dem Server ist es mega. Ey. Die Spieler sind sehr motiviert, das freut mich sehr. Und ich werde sicher noch viel mehr einbauen und so weiter. Hä? Okay. Sind wir hier? Haben wir irgendwo einen Gegner? Ich sehe gerade keinen Gegner. Also diese Vögel müssen wir eventuell sammeln, ne? Aber das machen wir dann im Let's Play Part. Jo. Das ist jetzt einfach mein Projekt, das ich aufnehme. Das ist kein Livestream. Das ist immer aufnehmen. Oh, jetzt habe ich sogar etwas bekommen. Ja. Ich habe wirklich keine Gegner in Sichtweite. Komisch. Sonst gibt es so Mega-Wolken und so weiter. Das ist richtig ein cooler Mod. Naja. Ja, das war's mit dem Dragusnuss. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Video oder Livestream von mir her. Tschüss!